So, einen wunderschönen guten Tag noch einmal. Ich begrüße alle ganz herzlich zum JFD Live Trading TV zu US-Markteröffnung. Der Ton funktioniert im Hintergrund, das Bild ist klar und wir wollen uns noch mal ganz kurz einen letzten Blick auf die US-Märkte gönnen und auf ja, vielleicht mögliche Szenarien, die sich ergeben könnten heute, jetzt nochmal in den Wochenschluss hinein. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen, naja, enttäuscht bin ich nicht, aber zumindest mal habe ich vor meinem geistigen Auge schon so ein bisschen durch exerziert, wie der Markt wohl reinkommen könnte. Und hatte auch schon in Gedanken mich, ja, tatsächlich hatte mir schon so ein bisschen zurechtgelegt, wie man mögliche Short-Szenarien formulieren könnte. Bedauerlicherweise ist es jetzt so, dass der Markt diese Tendenz zumindest aktuell noch gar nicht aufweist, in irgendeiner Form sich short zu präsentieren. Und das überrascht mich dann doch schon ein wenig. Wir müssen uns immer vor Augen führen, dass wir gerade, ich habe wie gesagt die Statistik leider jetzt nicht im Kopf, aber dass wir schon ganz gehörig lange zumindest mal eine Handelsspanne jetzt sehen im S&P oder auch im Dow Jones, wo wir Kursbewegungen haben oder beziehungsweise einen ausbleibenden Drop von 1% von, ja, roundabout glaube ich 100 Tagen müssten es ungefähr sein. Also das heißt, wir warten mehr oder minder seit einem Quartal darauf, dass sich an den US-Märkten mal in irgendeiner Form ein größerer Verkäufer findet, der dann entsprechend hier einen Drop von eben 1% und mehr auf den Weg bringt. Und ich habe jetzt mal was noch zusätzlich gemacht. Ich habe hier zusätzlich noch in dunkelblau, also in türkis ist der Open, der 15:30 Open, ich habe jetzt hier in blau, in dunkelblau, noch den Schlusskurs des Vortages einfach mir eingeblendet. Einfach als zusätzliche Orientierung. Das habe ich auch im DAX einfach mal gemacht. Ich habe da mir ein bisschen was überlegt, was man noch mit einbeziehen könnte, beziehungsweise habe das eigentlich schon die ganze Zeit auf der Agenda ausgehend vom Schlusskurs, aber ja, habe das bis jetzt im Grunde genommen visuell gemacht, ohne dass ich es, also visuell im Sinne von ohne Linie, sondern so als Orientierung, wo ich halt wusste, da ist der Schlusskurs. Habe dann aber jetzt festgestellt, dass es vielleicht einfach mal angemessener wäre, da einfach den Schlusskurs auch mit einzublenden. Also nicht, dass man sich irgendwie wundert. Ich bin mal gespannt, ob wir diesen jetzt nochmal anlaufen. Es könnte vielleicht sogar eine Möglichkeit sein, den Dow Jones dagegen zu shorten. Wir haben mit einem kleinen Gap eröffnet, einem kleinen Down Gap eröffnet, also zu dem Short-Gedanken dann gleich noch ein bisschen was mehr. Und zwar unterhalb der Tiefs von gestern. Ich orientiere mich ja immer in der Kasse, das heißt zwischen 15:30 und 22 Uhr. Wenn wir außerhalb dann dieser Handelsspanne eröffnen, nach unten oder nach oben, haben wir entsprechend ein echtes Gap. Das wurde jetzt mittlerweile geschlossen. Da um 15:30 lag der erste Kurs bei rund 20.538 Punkten. Das ist die türkisfarbene Linie in grün. Das ist das Tief von gestern. Wird zugemacht, das Gap gleich in der ersten Kerze. Das kann man auch hier sehen. So, und jetzt laufen wir halt in die Handelsspanne des Vortages hinein. Und es gibt keinerlei Druck, der aufkommt in irgendeiner Form. Also das heißt, es finden sich derzeit noch keine aggressiven Käufer in irgendeiner Form. Im DAX hatte sich auch infolge hier der Vorgaben jetzt, also das war ganz interessant, nochmal vor dem Verfall, kurz vor dem Verfall, eine halbe Stunde zuvor, 11.700 Punkte, da kam plötzlich nochmal so richtig Zug drauf, dass der Markt innerhalb von 5 Minuten, innerhalb von einer Kerze, 50 Punkte fast gestiegen. Ich gehe davon aus, das hatte was mit dem Verfall zu tun, mit dem kleinen Verfall, aber dennoch war es in der Lage, den DAX eben hier nach oben zu katapultieren. Das wurde dann relativ zügig auch wieder abverkauft und wir sind eben entsprechend hier um 11.700 Punkte tatsächlich mit einer hochsignifikanten Region gesegnet aktuell, möchte ich fast schon sagen. Also ein Bereich, der auf jeden Fall eine höhere Signifikanz hat. Ich hatte es in meiner technischen Betrachtung für heute früh halt thematisiert. Und ich habe den Gedanken halt auch schon durchgespielt gehabt, was wohl geschehen könnte, wenn der Dow Jones dann schwach reinkommt. Ob dann hier, und dann wäre es nicht nur wahrscheinlich gewesen, sondern sehr wahrscheinlich sogar gewesen, dass wir eine ernsthafte Attacke auf die 11.7 zu sehen bekommen. Aber tja, es kommt kein Druck im US-Markt auf, stattdessen kann der DAX eben diese Region hier derzeit halten. Mal schauen, was nicht ist, kann er natürlich noch werden. Der Impulsgeber käme wahrscheinlich vom US-Markt, wobei ich jetzt natürlich sagen würde, da hätten wir drüber reden können, über eine Positionierung nochmal im DAX. Ich sag mal so, im Zeitfenster zwischen 15:30, 16:30 ungefähr, das ist jetzt nahezu zu, dieses Fenster. Ja? Also wir gehen jetzt in den Wochenschluss hinein, ins Wochenende, da muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich keinerlei Positionierung mehr im DAX eingehen. Wenn ich dort Equities dann trade, dann wäre das wirklich jetzt ausschließlich eben der US-Aktienmarkt. Weiterhin ist es auch so, dass wir im US-Markt durchaus schärferes Korrekturpotenzial haben. Also wenn wir uns hier mal die Stunde betrachten, dann sehen wir, dass wir infolge dieses potenziellen Short-Coverings des
Fonds, der da 17 Milliarden schief lag und der kontinuierlich eben den S&P hat zurückkaufen müssen, beziehungsweise also am Optionsmarkt sich ein bisschen verspekuliert hat, so zumindest das Gerücht, was sich weiterhin hartnäckig hält. Und das hat auch den Dow Jones immer von einem zum nächsten hochgetrieben. Und ja, also ein potenzielles Ziel auf der Unterseite, das läge tatsächlich 400, 500 Punkte auf der Unterseite. Also das bedeutet, da ginge doch schon einiges, wenn dann stärkerer Verkaufsdruck aufkäme, der aber derzeit, wie gesagt, ausbleibt. Eventuell müssen wir auch vor dem Hintergrund, dass auch in der CME heute Verfall ist für den S&P, müssen wir uns da vielleicht noch bis kommende Woche gedulden. Wie gesagt, aber die Geduld, die kann sich früher oder später durchaus auszahlen. Und auch wenn der Dow Jones sich dann heute hier nicht wirklich so präsentiert, also so schwach präsentiert, dann kann das durchaus zu Beginn der kommenden Woche dann gleich einsetzen. Nochmal aber auch wichtig ist natürlich zu erwähnen, dass der mögliche Trigger vielleicht auch doch nochmal eine Woche auf sich warten ließe, nämlich mit Donald Trump, der dann im Zusammenhang mit seinen Steuererleichterungen eben tatsächlich enttäuscht oder das zu aggressiv eingepreist worden ist. Oder beides, ja, dass das zum einen Short-Covering war, zum anderen jetzt den Markt einfach von seinen fairen Bewertungsniveaus vielleicht auch etwas weggehoben hat. Wie auch immer, also Fakt ist auf jeden Fall, derzeit ist es auf jeden Fall so, dass das hier keine tieferen Tiefs markiert werden. Sollte das jetzt noch geschehen, wäre das in meinen Augen ein klares Short-Signal. Das heißt also, sollten wir unter 20.534 Punkte fallen intraday, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das weitere Abwärtsdynamik nach sich zieht, die uns vielleicht sogar zunächst erstmal als Zwischenziel in den Bereich um 20.300, 330 Punkte führen könnte. Also, das wäre eine Möglichkeit, dass wir sagen, wir shorten den Dow Jones mit Break auf neue Tiefs auf der 35, haben einen Stop, der liege dann bei 50 Punkten, bei 20.585 Punkten und würden auf der Unterseite, und dazu hole ich mal ganz kurz hier vielleicht einen Editor drauf, dann mache ich das mal in schriftlicher Form. So, kurzen Augenblick. Zack. So, also Dow Short. Also Entry Short. Läge dann ausgehend von der Open Range bei 20.535, Stop läge bei 20.585, Ziel läge bei 20.330, würde ich mal sagen, als Ziel. Also würde ich mal sagen, wie gesagt, 300 bis 330, ich nehme immer das konservativere Ziel. Das resultierte tatsächlich aus der Tatsache, das muss ich mal kurz schauen, ja, das wäre so ungefähr hier, dieses Hoch von, ist das Montag? Ja, genau, von Montag. Eventuell bietet es sich vielleicht sogar an, vielleicht sogar erstmal mit der Region hier zu arbeiten, mit den Hochs von Dienstag um 400. Ja, ein bisschen konservativerer vielleicht arbeiten. Das ist in dem derzeitigen Marktumfeld, welches eben so stark bullisch ist, vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. Dann haben wir ein Risiko von 50p und haben hier eine Chance von 135p und dann sieht man schon, CAV ist größer 2:1. CAV ist vielleicht sogar besser als 2,5:1, 2,7, ist es 2,8, kommt es hin? Ja, so ungefähr 2,7. Ist es 2,7, 2,8:1. Das wäre Szenario Nummer 1. Szenario Nummer 2, das ist ein bisschen komplexer, aber vielleicht auch wert, sich mal anzuschauen, wenn ich mir dann die Eröffnung hier anschaue. Durchaus denkbar, dass wir die Open Range nach oben verlassen, also beziehungsweise, dass der Markt eben sich weiter nach oben erstmal orientiert und sich dann den Schlusskurs von gestern nochmal anschaut. Und was da passieren könnte, wäre dann, dass man ein Bild zu sehen bekommt, welches dann so ausschaut. Wir laufen in Richtung hier und ich mache das jetzt mal mit Kerzen. Ja, also man stelle sich einfach vor, dass das Kerzen wären. Irgendwie driftet der da so hoch, so. Und dann erreichen wir irgendwann diesen Schlusskurs. Und was man jetzt machen könnte, wäre, dass man in diesem Bereich sich vielleicht überlegt, dann bei Unterschreiten des vorherigen Tiefs, des vorherigen Tiefs dieser Kerze, die hereinläuft, also hier so in diesem Bereich, ja, dass man das als Short Entry wählt, wo auch immer dieser jetzt hier tatsächlich liegt. Also dass man dann eben abwartet, dass der Markt sich hier vielleicht so ein bisschen austobt und wenn er dann anfängt hier zu fallen, dass man diesen Bereich als Short Entry wählt, ganz aggressiven Entry wählt gegen diesen Schluss von gestern. Und dass man dann vielleicht mit einem Wohler-Stop arbeitet, also eventuell mit einem Stop arbeitet, der oberhalb der Hochs von gestern liegt, das wäre ungefähr hier dieser Bereich, oder wie gesagt, dass man eben als Volatilitätsstop sich anschaut, wo steht die 14er ATR dann an dieser Stelle und dann mit einer zweifachen ATR zum Beispiel arbeitet. Das heißt also, wenn ich jetzt hier einen ATR-Stand habe von derzeit 17, ich würde das aufrunden auf 20, dann würde ich mit einer zweifachen ATR arbeiten und hätte dann an dieser Stelle eben einen 40-Punkte-Stop bei diesem Entry hier. Wenn der, sagen wir mal, jetzt auf diesem Niveau erfolgen würde, bei
20.615. Dann lege ich bei meinem Stop deutlich auch oberhalb der Hochs von gestern tatsächlich. Also dann lege ich hier bei 55. Eventuell wäre es dann vielleicht sogar sinnvoll, hier den Stop nur über die Hochs von dort zu legen. Also gehen wir jetzt mal rein hypothetisch davon aus, denn man kann natürlich nicht sagen, wie solch ein Szenario aussieht. Das ist jetzt einfach nur mal ein hypothetisches Szenario, damit man aber eine Idee bekommt, wonach man Ausschau hält. Dann würden wir mal schauen, vielleicht die 6.15 wäre es, ja, wenn der Markt dort Schwierigkeiten hat in diesem Bereich. Wir würden im Stop arbeiten oberhalb der Hochs von gestern. Und dann würden wir auch nicht mehr auf so ein Tief gehen, also auf tiefe Kurse unter 400 gehen, sondern dann würden wir vielleicht auch erstmal nur die Tiefs von gestern anvisieren als Kursziel. 4, 43. Moment. Dann sind wir bei einem Risk, das ist sehr, sehr aggressiv auch. Risiko von 28 Punkten, relativ eng der Stop. Und dann würden wir als Ziel gehen auf die Tiefs von gestern als Orientierung. Das wäre also hier diese grünfarbene Linie. Und das wäre dann der Bereich 20.560 ungefähr. Und hierdurch würden wir 20.560, hierdurch würden wir nochmal ein CRV bekommen, eine Chance von, was haben wir, 55 Punkten. Also man sieht an der Stelle, CRV einer solchen Herangehensweise liegt an der Stelle jetzt, das habe ich vorher nicht irgendwie ausgerechnet oder so, liegt da jetzt ungefähr im Bereich von 2:1. Und das wäre nochmal eine Möglichkeit, aber wie gesagt, dafür bräuchten wir jetzt eigentlich den Kursverlauf in diesem Bereich, um genaues Szenario zu formulieren. Nur als Orientierung, sollten wir diese blaufarbene Linie anlaufen, also diese dunkelfarbene Linie, dann wäre es so, dass ich das genau beobachten würde und dann würde ich, dass die letzte positive Kerze, die diesen Vorstoß in diese Region eben bringt, das Unterschreiten des Tiefs dieser Kerze würde ich dann eben shorten wollen und würde mit einem Stop arbeiten oberhalb der Hochs hier von gestern, also sprich auf der 43 lege dann entsprechend der Stop. Das wäre so eine Idee, die man für den Downer formulieren könnte, wobei natürlich da auch man sich ein bisschen vielleicht an der Handelszeit dann orientieren sollte, also eine Uhrzeit orientieren sollte. Also ich würde den Trade jetzt nicht um 21:45 machen, wenn um 22 Uhr Börsenschluss ist und die Woche dann ausklingt, aber das einfach nur mal so als Orientierung, sollte der Markt weiter in diese Gefilde laufen. Also man sieht auch hier, ich bin weiter nicht wirklich willens, mich long zu positionieren. Das hat auch damit zu tun, dass der Markt eben nach unten jetzt schon bereits so ein bisschen mehr Willen zeigt, zu fallen. Also das heißt, das Momentum, was wir in den letzten Tagen gesehen bekommen haben auf der Oberseite, das denke ich, wird jetzt mehr und mehr tatsächlich versiegen und darauf sollte man sich nicht verlassen, weswegen ich tatsächlich jetzt auch ganz, ganz klar die Short-Seite favorisiere. Gut, und dann soll es das meinerseits gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und genießt es auf jeden Fall, erholt euch. Mal gucken, vielleicht wird die kommende Woche bereits ein bisschen volatiler. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Morgen gibt es die Premium-Session und ja, wir hören uns allerspätestens allerdings am Montag wieder, dann schon zum DAX Long oder Short um 9:02 Uhr am Montagmorgen, 10.30 Uhr das Morning Meeting auf dem JFD Livestream. Und ja, bis dahin habt euch auf jeden Fall wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.